Wellenangler. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, der Markus und ich sind gerade wieder bei der Teichanlage Bläser in Oberelbert und wir haben ein bisschen Post hier vom Matze, vom MA Angelshop bekommen. Und es ist Freitag, wie ihr wisst. Wir machen das jetzt mal auf. Wir haben schon Informationen bekommen, was sich dort drin befindet. Wir wollen mal heute versuchen, ein paar Fische damit an Strand zu bekommen. Wir hoffen auch, dass das funktioniert. Ansonsten zeigen wir euch jetzt erstmal, was der Matze uns geschickt hat. So, der Matze hat sie immer gut verpackt. So, oh. ganz viele Gummiköder. Also hier gibt es den Fatty D-Worm, es gibt den Lava, wie heißt diese, ist die Kukolka. Und was haben wir noch, den Dying Worm, 70 cm. Alles in verschiedenen Farben und wir probieren mal die heute auf den Haken zu ziehen. Wir hoffen auch, dass wir die richtig aufziehen, denn wir haben noch nicht so richtig den Plan, wie man die führt, aber wir werden es auf jeden Fall probieren. Genau, seid gespannt. Servus Leute, ja, ihr habt uns eben gesehen, wir haben das Unboxing bei der Teichanlage Bläser probiert. Leider hat das Wetter nicht gehalten und wir mussten kurzerhand abbrechen. Nichtsdestotrotz haben wir für euch dennoch das Köderlaufverhalten drauf. Wir haben auch einen Drill drauf. Also da freut euch drauf. Deswegen sitzen wir jetzt hier zu Hause, um euch das Ganze nochmal kurz zu erklären und zu zeigen, was sich in der Box befinden hat. Also, ja, heute geht es um die Libralures. Der Matze hat uns Libralures geschickt. Die Libralures gibt es in vier verschiedenen Formen. Und zwar gibt es zum einen den Dying Worm. Zeigen wir nochmal hier rein. So, es gibt den Fatty D-Worm. Ja, auch mal hier. So, dann haben wir die Lava. Das ist eine kleine Made. Und die Kukolka. Ja, das ist so eine Speckmade. Oder ja, würde ich mal so bezeichnen. Wir kannten die jetzt vorher also selber auch noch nicht. Ja, darüber hinaus haben wir das Ganze mal so ein bisschen aufgezogen auf dem Brett. Zeigen wir euch mal hier. Ihr seht zum Beispiel diese beiden, ja, das ist der Fatty D-Worm, den könnt ihr so in zwei, also wir haben ihn jetzt in zwei Varianten mal aufgezogen. Zum einen ist das der normale, so den haben wir so kurz unterhalb des Feinribs in der glatten Seite ausstechen lassen und bei der zweiten Variante haben wir ihn so ein bisschen wie ein L aufgezogen, dann rotiert er ein bisschen mehr. Die Kukolka haben wir so aufgezogen, das seht ihr glaube ich ganz gut. Ja, auch mal ein bisschen testen und variieren. Da sind wir auch noch ein bisschen unerfahren. Also wir kennen sie selber auch noch nicht und haben sie auch noch nicht geangelt. Die Lava, also wir würden mal sagen, das ist eine kleine Made. Die haben wir auch als L so ein bisschen aufgezogen und ähnlich wie beim ATL Muska ausstechen lassen. Eventuell würde ich sie vielleicht auch mal ein bisschen eher ausstechen. Muss man mal testen. Und dann haben wir den Dying Worm. Ja, den haben wir auch an der feinen, glatten Seite ausstechen lassen. Die jeweiligen Laufverhalten zeigen wir euch gleich. Es gibt da noch einen kleinen Drill für euch. Seid auf jeden Fall gespannt. Ja, ihr könnt die Libralures im Übrigen auch als auftreibende Köder benutzen, beziehungsweise als auftreibende stehende Montage. Haut sie einfach mal an euren Bodentaster, kombiniert das Ganze vielleicht mit einer Bienenmade. Euch sind dann natürlich euren Fantasien keine Grenzen gesetzt. Testet es mal aus. Habt ein bisschen Spaß damit. Ja, wir haben natürlich auch noch ein kleines Gewinnspiel für euch. Ihr könnt wieder 3 Dosen gewinnen. Das heißt, wir werden 3 Gewinner aus den Kommentaren auslosen und euch jeweils eine Packung Libralures schicken. Und ja, wie gesagt, schreibt rein, worauf ihr Bock habt oder warum ihr Bock habt auf die Libralures. Und wenn ihr das nicht tut, dann schaut beim MA Angelshop vorbei, bei Matze. Der hat sie online gerade. Gibt es in vielen verschiedenen Farbtönen, könnt ihr auf jeden Fall sehen. Also es gibt grün, gelb, orange ist das hier. Sie gibt es im Moment, glaube ich, nur in Cheese. Ist also sehr starkes Aroma, aber sie werden auch in Krill, also demnächst auch nochmal geliefert werden. Ja, ansonsten war es das jetzt für uns. Viel Spaß mit der Köderführung, da erzähle ich euch auch nochmal Kleinigkeiten dazu und mit dem Drill. Und wir sehen uns in 2 Wochen beim nächsten Unboxing. Bis dann. Ciao. Die Libralures sind im Übrigen keine China-Ware, sondern made in Polen.
und wurden unter anderem vom UL-Weltmeister Thomas Potkul mitentwickelt. Haben wirklich eine sehr, sehr softe Eigenschaft. Es gefällt uns richtig gut. Können es nur jedem mal ans Herz legen, die Köder auszuprobieren. So, wir starten mit dem Fatty D-Worm in Braun. Wir haben extra Braun gewählt, weil die knalligen Farben heute überhaupt keine Reizung erzeugt haben bei den Fischen. Braun bzw. Naturfarben kamen dann doch relativ gut an. Hier ist er mal normal aufgezogen und jetzt seht ihr ihn in, als L. Da rotiert er ein bisschen mehr, sehr pulsierender, unkontrollierter Lauf und hat sehr gut Anklang gefunden. Ja, Dying Worm, ähnlich, also auch ein langer Wurm, Regenwurm-Imitat. Seht ihr hier auch sehr viel und sehr schön Spiel im Wasser. Wir haben hier nicht ausgiebig fischen können, weil wir mit dem Fatty Worm dann relativ viele Bisse bekommen haben und haben dann ihn eigentlich quasi nur noch gefischt. Was ein bisschen schade war, weil gleich seht ihr auch die Kukulka. Da seht ihr sie. Sieht sehr massiv aus in der Hand, aber wir waren sehr überrascht, als wir die unter Wasseraufnahmen dann gesichtet haben, wie viel Spiel die dann doch im Wasser hat. Und wir uns durchaus vorstellen können, dass hier die ein oder andere Forelle mal richtig drauf einsteigt. Also die werden wir jetzt nochmal intensiver fischen und dann auch nochmal berichten. Ja, und zu guter Letzt der erhoffte Drill. In den 20 Minuten, wo das Wetter gehalten hat, ist noch eine wunderschöne Goldforelle eingestiegen auf einem Fatty D-Worm am Raubfischteich der Teichanlage Bläser. Wie ihr schön sehen könnt, glasklares Wasser, selbst die Kaulquappen konnte man gut erkennen und der Fatty D-Worm hängt auch direkt vorne. Für euch nochmal einen kleinen Tipp. Was die Libralures betrifft, die sind sehr stark aromatisiert im jeweiligen Flavor. Wir raten euch dazu, die kleinen Gläschen vorher auf dem Küchentrip zu machen, dass sie abtropfen. Es ist ein sehr starkes Aroma, ihr saut euch sonst die kompletten Angelsachen voll, beziehungsweise eure Mayo-Box und das Ganze läuft aus. Der Geruch und das Aroma ist ausreichend, wenn ihr sie abgetropft habt. Das ist ähnlich wie bei den Traut-Jaras-Gummis, dass die wirklich sehr stark getränkt sind. Finden wir nicht als schlimm, aber es ist besser für euch, wenn ihr die vorher abtropft, dann saut ihr euch nicht alles voll. Und wie ihr bestimmt schon mitbekommen habt, ist die Lava nicht bei den Unterwasseraufnahmen dabei gewesen. Das lag einfach daran, dass sie noch im Auto lag und durch dem schlechten Wetter wir dann keine Zeit mehr hatten, die nochmal mit aufzunehmen. Wir werden es aber mit Sicherheit demnächst nachholen. Ja, ansonsten vergesst nicht unser Gewinnspiel. Macht mit, kommentiert und gewinnt. Und wenn ihr es nicht tut oder nicht gewinnt, schaut bei Matze im Angelshop vorbei. Der hat sie in sämtlichen Varianten momentan im Shop. Vergesst nicht unseren Gutscheincode, mit T-T-T bekommt ihr nach wie vor 10% ab 35 Euro. Immer groß schreiben, ohne Leerzeichen, dann klappt auch der Code. Ja, was gibt's noch Neues? Der Benny fährt bald nach Dänemark, ist voll geimpft, wird das Thema Bombarde, Glas, Spiruline nochmal so ein bisschen euch näher bringen. Seid darauf gespannt und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Unboxing, beziehungsweise entweder der Markus, der Benny oder ich, je nachdem wer es macht. Bleibt vor allem gesund, dicke Fische euch da draußen und wir sehen uns spätestens 2 Wochen. Bis bald. Ciao.